Wir schauen uns heute die EU und die Außenpolitik an. Anders als beispielsweise die Sozialpolitik oder die Arbeitsmarktpolitik ist ja der Begriff Außenpolitik ein sehr schillernder Begriff, fasziniert viele Menschen. Es bekommt sehr, sehr viel Raum auch in den Zeitungen immer, dieses Politikfeld. Und es gibt Heerscharen von Politikwissenschaftlern, die ihre Zeit damit verbringen, die internationale Politik zu analysieren. Politiker schrecken allerdings eher davor zurück, sich auf Außenpolitik zu spezialisieren. Was vor allen Dingen daran liegt, dass Außenpolitik ja ein Bereich ist, da kann man nicht einfach mit lauten Forderungen kommen und mit wahlkampftauglichen Parolen, sondern da kommt sehr viel auf Feingefühl an. Man muss immer abwägen zwischen den eigenen Vorstellungen, den eigenen Werten vielleicht auch und dem, was politisch tatsächlich machbar ist. Und deswegen ist es eben ein ja, eher leises Thema. Entsprechend spielt es auch für Wahlentscheidungen nur sehr selten eine Rolle. Wir hatten den Fall 2002, als Gerhard Schröder sein eindeutiges Nein zum Irakkrieg zum Wahlkampfthema gemacht hat. Da war Außenpolitik wahlentscheidend, aber seither eigentlich nicht mehr. Was auch daran liegt, dass man so diese großen Konfliktlinien, vor allen Dingen zwischen den beiden großen Parteien, eigentlich so nicht mehr hat. Sondern Außenpolitik spielt sich ganz oft in Nuancen ab. Es geht nicht um Schwarz oder Weiß, sondern es geht um die Abstufungen dazwischen, wie man mit den Dingen umgehen möchte. Und entsprechend interessant ist es natürlich, sich heute Abend genau diese Nuancen mal anzuschauen. Im Wahljahr 2017 haben wir ja auch einige Schlagworte in der Außenpolitik, die irgendwie immer präsent sind, wie beispielsweise vor allen Dingen Namen, beispielsweise Trump, Putin, Erdogan, aber auch innerhalb von Europa der Brexit, ein sehr prominentes Thema lange gewesen. Und trotzdem spielt es ja im Wahlkampf momentan nur eine untergeordnete Rolle. Deutsche Außenpolitik bevorzugt immer die zivilen Mittel zur Krisenprävention und zur Krisenlösung. Die deutsche Außenpolitik setzt sehr stark auf die Vereinten Nationen, auf internationale Bündnisse, versucht dort Dinge zu lösen, versucht keine Alleingänge zu machen, setzt sich international ein für Abrüstung und engagiert sich auch sehr stark in der humanitären Hilfe. Entsprechend fordern auch vier Parteien, nämlich mit Ausnahme der FDP und der AfD, dass die Entwicklungsgelder massiv erhöht werden, fast verdoppelt werden. Weil das eben ja sowas ist, was irgendwie so ein bisschen die Basis bildet von deutscher Außenpolitik. Mit Blick auf die Brexit-Verhandlungen sind sich die Parteien nämlich erstaunlich einig eigentlich. Die Linke und die AfD sagen nichts dazu, aber die anderen vier Parteien sagen, wir wollen auch weiterhin gute Beziehungen haben zu Großbritannien, aber nicht um jeden Preis. Es darf kein Brexit à la carte geben, also kein Rosinenpicken für Großbritannien, sondern wer aus der Gemeinschaft austritt, der kann eben auch nicht weiter die Vorteile genießen.